Gut. Also, starten wir in die ganze Geschichte. Und es geht, wie gesagt, während dem Flug, was für eine Strategie, dass ihr da könntet anwenden. Übrigens, es soll nicht irgendein Steigmeister sein. Jeder kann vielleicht für sich das rausnehmen, was für ihn passt. Ist nur ein mögliches Konzept, wenn ihr könnt vorgehen könnt. Mal als erstes die Rahmenbedingungen für den Kurs. Was setze ich für Voraussetzungen fest, mal am Anfang? Vom Wetter her gehe ich davon aus, dass wir eine Schönwetterlage haben, eine stabile Wetterlage. Also nicht, dass wir irgendwie einen Wetterwechsel hätten an dem Tag, wo man ganz anders müsste dann vorgehen. Also wirklich Rahmenbedingungen, den ganzen Tag fliegbar. Ohne dass man irgendwie auf Gewitter oder Wetterwechsel müsste eingehen. Dann vom Flugziel her, da muss ich gerade noch schnell schauen, wo ich das kann. Ich glaube, ich kann das runterlegen. Voilà, jetzt ist gut, jetzt kann ich euch ausblenden. Flugziel. Ich habe mir ein Flugziel gesetzt. Wir haben das ja letztes. Ich schnell schauen, dass ich da noch den Laserpointer habe. Wir haben letzte Woche vom Christoph erfahren, dass man das Flugziel kann setzen kann, also vor 2 Wochen. Letzte Woche war ja der Armin. Es geht ums Weiterfliegen, geht ums Schnellerfliegen oder ausprobieren, trainieren. Das setzt man sich im Vornherein fest. Und der zweite Punkt ist, wenn ich mein Ziel gesetzt habe, was wollte ich denn erreichen, dass man sich gut vorbereitet. Habe ich die Strecke im Kopf, wo ich abfliegen will? Und je besser, dass ich mir das schon vorgestellt habe, wenn ich das geplant habe, desto besser ist das auch für einen Flug, weil ihr seid ja auch flexibler, weil ihr die Strecke schon kennt und euch schon eingedacht habt. Da vielleicht der Punkt. Das geht aber nicht mehr. Jetzt wechsle ich gerade in X-Contest. Seht ihr das? Kann sich der Marcel schnell melden? Siehst du das? Ja, sorry, ja, sehe ich. Okay, gut. Mir ist das ein Punkt noch gewesen, wie bei den Rahmenbedingungen. Wir haben das nie so richtig konkret quasi vorgestellt in dem letzten Kurs. Wir können in den World X Contest gehen und ihr habt da die Möglichkeit, wenn ihr ganz runtergeht, in die Worldwide Flight Search gehen. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr da quasi so einen Sektor, wo ihr könnt quasi umschieben an den Punkt, wo ihr zum Beispiel wettet, den Startplatz. Oh, er ist gekommen. Sollte nur noch stehen bleiben. Muss ich glaube noch eine schladen. So. Schiebe den mal auf die linke Seite. Ivan, du kannst einfach in die Landkarte hineinklicken, wo du den Punkt willst. Also Ja, musst du den nicht umschieben. Du musst einfach hineinklicken und dann hast du ihn dort. also ich habe jetzt alles angebracht bis zum Haldi. Und dann könnt ihr, wenn ihr jetzt an einem Startplatz seid, Entschuldigung, dass das der Grund, dass ich da rumgekumpelt bin, wenn ihr euren Startplatz oder die Region habt, wo ihr wollt filtern, dann nachher könnt ihr auf einen Filter klicken und dann kommen dann sämtliche Flüge eigentlich von dem Ausgangspunkt. Jetzt habe ich da, glaube ich, einen grossen Radius gewählt. Wenn wir da noch einmal reingehen, kann ich das da ein bisschen kleiner machen und gehe da wirklich bis ins Halde führen, damit ja wirklich nur die Flüge verwischen, zum Beispiel. Und nachher ändern auch wirklich nur die Flüge. Und
Was dort interessant ist, wenn ihr jetzt eben mal eine Strecke fliegen wollt, dass ihr da könnt in die Flüge hineinschauen könnt. Und wenn ihr ein paar Flüge miteinander vergleicht, dann nachher seht ihr jetzt zum Beispiel hier den Start und wo der zuerst eigentlich hochgekommen ist. Also scheinbar ist er da über an das Schild. Oder wenn man auf diese Seite fliegen will, dann schaut man sich ein paar Flüge an, wo sind die Duanen eigentlich hochgekommen. Und so kann man sich eigentlich auch auf einen Streckenflug vorbereiten. Also das wäre so eine Möglichkeit, wo man darauf zurückgreifen könnte. Wir gehen dann wieder zurück in die Präsentation. Also das wäre die eine Voraussetzung, die wir jetzt hier noch anschauen, dass wir das Flugziel bereits vorbereitet haben. Dann mental. Fühlt ihr euch fit, motiviert für einen Flug? Da noch ein bisschen einen Link zum Webinar von Christoph, dass man sich ein bisschen besinnt darauf, was ist man eigentlich vom Typ her? Ist man eher der Optimist, der Aufgänger, der Pessimist, der Vorsichtige, Analytiker oder der Spontan? Und dementsprechend sich auch vornimmt, entsprechend vorzugehen, wenn ich in die Situation komme und mich allenfalls dann behindern durch meinen Charakter. Dann die Rahmenbedingungen für grundsätzlich den Flugtag. Etwas, was man vielleicht Alex manchmal ein bisschen vergisst, aber wichtig ist, dass ihr, wenn ihr weit fliegen wollt, euch den Tag wirklich reserviert. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich muss auf die 2 zurück, dann fliegt ihr definitiv nicht so weit. Und es spielt auch keine Rolle, wo ihr landet. Also nicht, dass ihr das Gefühl habt, ja, ich will ja nicht zu weit weg, sonst muss ich weit zum Auto zurück. Das würde euch natürlich schon auch limitieren. Das wären so die Rahmenbedingungen, die wir uns vornehmen. Muss ich gerade schnell schauen. Muss noch gerade 2 gerade reinlassen. Gut. Dann kommen wir zum nächsten. Plan A, Plan B. Also das ist ja die Strategie, die ich euch ein bisschen mitgeben möchte, die ihr euch allenfalls könnt aneignen oder ihr passt es dann aufgrund von euren Bedürfnissen an. Erster Punkt, Chancen vom Weiterflug. Das ist eigentlich zum Zeitpunkt, wo ihr zuerst mal den ersten Startschlag aufgetragen habt. Wäre eigentlich die Situation hier. Und wenn man schon mal 4 Stunden, 20 Minuten der erste Thermik geflogen ist, merkt man eigentlich schon ein bisschen, wie ist die Thermikqualität. Ist er eher zaghaft oder ist es schon recht gut, überraschend gut? Wie sieht es mit dem Wind aus? Ist es mehr oder weniger Wind, wenn er angesagt hat? Oder ist es genau wie die Prognose? Und das gibt ja dann schon den ersten Hinweis, was etwa möglich wird sein an diesem Tag. Und wenn er mit dem vorgehen. Also das wäre der Zeitpunkt nach dem ersten Schlauch. Dann, wenn ihr zuerst mal aufgetragen habt, geht es schon mal darum, was habt ihr für einen ersten Plan? Wo fliegen ihr hin? Der erste Anflugpunkt, den müsst ihr eigentlich festlegen nachher in der Luft. Dann habe ich da 3 Punkte aufgezählt. Und zwar visuell. Visuell meine ich, hat es Wolken? Gibt es Wolkenbildung? Sehen der Vögel? Gibt es andere Piloten, die vorausfliegen, die ihr seht steigen? Das sind alles Punkte, die man ja visuell wahrnimmt und die einem helfen können, den nächsten Anflugpunkt auszuwählen. Dann sind Sachen wie eine Hangexposition, also wie ist der Hang ausgerichtet gegenüber dem Sonnenstand, und die Abrisskante, das, was ihr eigentlich mit dem Armin angeschaut habt, das letzte Mal. Wenn ihr den ersten Anflugpunkt einmal festgelegt habt, dann müsst ihr euch immer noch kurz überlegen, hey, wenn das nicht funktioniert, wo gehe ich denn hin? Dass ihr einen Plan B habt, weil sonst verliert ihr zu viel Zeit und zu viel Höhe, wenn ihr dann erst im Plan A drin seid und euch dann überlegt, wo soll es dann nachher hingehen. Dort ist eigentlich das gleiche Vorgehen. Wenn ihr seht, gut, das wäre der erste Anflugpunkt, was könnte die zweite Option sein? Auch wieder visuell, Wolkenbildung, Hangneigung, allenfalls vögelfremde Piloten, die dort unterwegs sind, oder auch zum Beispiel Angaben wie
eine Windfahne auf einer Alp oder so. Das sind alles Sachen, die ihr visuell könnt, so, euch so ein abchecken könnt, wo ihr nachher hinfliegen wollt. Dann, wenn ihr quasi die Plan A im Kopf habt, ich weiss, wo ich hinfliegen kann, Plan B, wenn Plan A nicht funktioniert, dann macht man einen kurzen Check, Landeplatzmöglichkeit. Also wenn alles den Bach abgeht, wo kann ich einigermaßen sicher landen? Wo wäre etwa die Bereich, wo ich landen möchte? Dann, wenn ich eigentlich den Plan A, Plan B im Kopf habe, schnell gecheckt habe, wo könnte ich landen, wenn dann alles nicht läuft, dann habe ich ja die Möglichkeit, in einer Querung zum Beispiel, den Flug erst einmal zu genießen. Weil das ist ja die Zeit, wo ihr in einer Querung habt, wo ihr nicht beschäftigt sind mit Thermik oder Turbulenzen in der Regel. Dann überlege ich mir mal zumindest überlegen, wie war die Thermik bisher? Und mal schnell einen Rückblick nehmen. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man nachher auch strategisch besser vorgehen. Die Thermik verlässlich aber eher zaghaft gewesen. Wenn ihr zaghaft, ihr seht es da farblich, habe ich es probiert anzuzeigen, dann fliege ich gerade ein bisschen defensiver. Also schaue ich, dass ich möglichst hoch bleibe am Anfang. Wenn ich merke, aber Heidi zieht extrem gut durch, auch schon früh, dann lasse ich mich natürlich auch ein bisschen verleiten, um eher beschleunigt zu fliegen, schnell zu fliegen und auch direktere Linie zu wählen. Sogar, dass ich einmal eine Thermik auch rauslasse. Das ist so ein das Vorgehen, das wir jetzt immer werden im Kurs heute Abend wiederholen und anwenden. Also ihr dürft mich auch unterbrechen, wenn ihr eine kurze Frage habt, wenn etwas nicht sollte klar sein. Dann eine Zusatzinformation. Wenn ihr eigentlich am Queren seid, also so geht es mir, und ihr ein Gerät habt, wo ihr eine Karte angezeigt habt mit Lufthindernissen, Seil zum Beispiel. Und ich weiss, im Gegenhang werde ich eher müssen nachfliegen aufgrund der Verhältnisse. Dann schaue ich eigentlich auf dem Vario Karten an und prüfe das Gelände noch auf Seil. Damit ich schon den Bereich auswählen kann, wo ich sehe, der ist seilfrei. Dann ein letzter Punkt noch dazu. Der kurze Check da unten wegen der Landeplatzmöglichkeiten. Also je höher das ihr fliegt, wenn es immer hoch geht, könnt ihr den oft auch weglassen. Das ist erst dann eigentlich relevant, wenn ihr seht, ihr fliegt nicht immer sehr hoch oder ihr kommt langsam in einen Bereich, wo dann auch mal ein Landeplatz könnte in Frage kommen, dass ihr dann auf einen Landeplatz schaut. Und sonst könnt ihr da eigentlich auch kippen. Wir gehen einmal ein weiteres lokales Training. Ich probiere euch damals zu zeigen, wenn ihr auch, vor allem die noch nicht so viel Erfahrung haben, auch, könnt schrittweise vorgehen. Auch auf dem Halti zum Beispiel, jetzt gerade in der Jahreszeit, wenn es wieder mal Wetter ist, könnt ihr dort extrem gut trainieren. Vor allem auch schon früh am Morgen, wenn es noch labil ist, nach Halbfrontdurchgang oder quasi, wenn wirklich noch frische Luft eingeflossen ist nach einer Front. Bietet sich das extrem gut an, wenn es sonst dann nicht nach einem guten Tag aussieht, dann könnt ihr dort mal gut trainieren. Ich zeige euch da, wenn man auch quasi Plan A, B, Landeplatz und dann wieder quasi die Zeit hat zum Traversieren und wieder Plan A, Plan B und Landeplatz und wieder Traversieren, dass wir das mal anschauen. Ich tue das mal starten, ich hoffe, das funktioniert. Also. Ihr seht es so, am Morgen früh ist da natürlich noch nicht viel los. Das war etwa am Morgen um 11 Uhr. Hoppla. So, ich stoppe da noch schnell. Jetzt, da ist es klar, bei einem so einem regionalen Gebiet weiss man natürlich auch von jemandem, was man für eine Strategie hat. Aber nur schon hier, jetzt die Kreten, die ihr hier habt,
Da muss man entweder entscheiden, gehe ich eher rechts oder gehe ich eher links oder fahre ich links an und gehe mal den Hang absuchen, was mache ich nachher? Und auch beim Überfliegen jetzt da, da sind wir jetzt natürlich nicht klassisch gerade am Aufdrehen, sondern zuerst einmal am Traversieren. Und dann haben wir Zeit, um das Gebiet hier anzuschauen. Also zum Beispiel sehe ich da oben irgendeine Wolke, die sich kondensiert, oder sehe ich Vögel da drehen in dieser Krete rein. Wie sieht es mit Windfahnen aus hier? Und dann könnt ihr euch schon mal zurechtlegen, was ist Plan A? Ihr seht nachher, wenn ich weiterfliege, wenn ich vorgegangen bin. Jetzt vom Landeplatz her ist es da jetzt auch nicht so anspruchsvoll, vor allem wenn ihr jetzt eben auch lokal mal einen Trainingstag macht. Ihr wisst, wenn ich da irgendwo absaufen und auch tief bin, ich kann immer da zu bürgeln, irgendwo landen. Und im besten Fall komme ich vielleicht wieder zurück zum Halbi. Also ist da der Landeplatz jetzt eigentlich nie das Thema. Da könnt ihr jetzt einfach auch mal vielleicht Risiko fliegen. Dann geht es rüber. Und ihr seht, da ist mal nichts. Schauen, ein bisschen steigen. Und dann probiert man dort mal zu bleiben, wo man schon ein bisschen heben kann. Und es war ein bisschen besser steigen gewesen. Ich habe gesehen, ja, das ist schon mal recht verlässlich. Und ich tue euch da jetzt ein bisschen gumpen. Wieder da ein bisschen rumsuchen. An der Weil. Jetzt bin ich ein bisschen schnell gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal schauen, wie weit hinten kann ich da fliegen. Und da gibt es natürlich auch wieder quasi Plan A. Wenn ich bis dahinter fliege, wann muss ich kehren, dass ich wieder eigentlich da zurückkomme zu der sicheren Stelle, wo ich echt gut raufgekommen bin. So quasi mein Anker. Also bin ich geflogen bis dahinter, wenn ich sehe, der Gleitwinkel, jetzt wird es knapp, ist nichts, dann kehre ich wieder. Leider nichts war, aber dann weiss ich ja, auf dem Weg hat es dann ein bisschen gekippt. Und ihr seht eigentlich im gleichen Bereich, dass es, könnt ihr meistens davon ausgehen, wenn es einen guten Steig hat, könnt ihr dort wieder hinfliegen. Dann bin ich weitergeflogen und wollte möglichst weit Richtung Rote, Richtung Rofeien führen fliegen. Und dann ist da. Dann konnte ich noch eine Höhe machen. Und jetzt kommt der Punkt, lass noch ein bisschen weiter laufen. Nächstes Ziel wäre eigentlich der Südhang hier. Da ist darauf abgekommen, wie hoch bin ich noch, wie sicher komme ich da rüber, wie groß sehen die Chancen aus. Und dann setze ich mir natürlich auch wieder einen Punkt, wo ich sage, oh, das ist zu tief, dann kehre ich wieder. Und da ist es dann wirklich zu wenig hoch gewesen, als dass ich quasi das gewagt hat, da in die Südseite durchzufliegen, das war mir jetzt die F. Voilà. Dann gehe ich ein bisschen weiter zurück. Ich sehe, ich bin einfach zurückgeflogen. Ich bin dann in den Hang reingegangen vom Ruckig. Ich habe dort noch einmal aufgedreht, am gleichen Ort. Und da habe ich plötzlich gesehen, dass von Norden eigentlich so eine Nebelschicht reinzieht und die hat da aussen kumuliert. Und da einfach ist jetzt mal ein Trainingstag, wo man einfach mal ausprobieren kann, was ja nicht so drauf abkommt. Hopp, jetzt habe ich es wieder gepasst. Moment. So. Und tatsächlich, die aussen hat es kumuliert und da hat man einfach mal geschaut, gelangt das überhaupt? Und das hat tatsächlich gelangt, zumindest draußen, fast wie Flachland. Noch ein bisschen weiter geflogen, um zu schauen. Hat dort noch ein Steig gehabt. Und man sieht, dass dort schon ein bisschen der Einfluss vom Talwind, der da eingesetzt hat. Voilà. Und mit dem Flug wollte ich euch eigentlich zeigen, dass ihr vielleicht eben einen Tag, wo jetzt nicht nach einem Hammertag aussieht, aber doch sehr labil ist und cool ist zum Fliegen, dass man dort eigentlich die Strategie sich aneignen kann und auch in einem kleinen Gebiet das kann machen. Dann, wenn ihr mal so ein bisschen trainiert habt, auch an einem Tag, wo es gut geht, aber eben nicht so wirklich Potenzial hat,
setzt ihr euch mal das Ziel für einen Ernstfall. Der Ernstfall habe ich jetzt genommen von einem Flug von letztes Jahr, wo ich einfach mal gesagt habe, ich will in die Sittlis Alp und mal schauen, wie viel Potenzial das Gebiet hat. Also mein Ziel war es, wenn wir jetzt nach dem Christoph gehen, News entdecken, weit fliegen von dort aus. Und einfach auch ein bisschen offen sein, mal etwas News zu entdecken. Der Startplatz, den habe ich gewusst. Wir müssen auf die Seite gehen. Der ist etwa auf 2000 Meter. Und dann ist auch wichtig die Hangexposition. Jetzt vielleicht Kari Herger von der Hangexposition aus. Wie siehst du das? Was wäre jetzt dort für ein Hang beim Startplatz? Jetzt habe ich nicht gerade genau gehört, welcher Mensch es ist. Kari Herger. Ja. Von der Hangexposition. Was wäre das für ein... Ah, Sittlisalp. Ja, das ist doch Osthang, oder? Ja, genau. Also Ost, Südost, oder? Also von dem Ja, her genau. schon mal ideal, so wenn wir das etwa angeschaut haben in der Theorie, oder? Dass man morgen in der Südosthang hat. Und dafür ist natürlich eigentlich Sittlisalp prädestiniert dafür. Ja. Ja. Dann, an dem Tag ist es relativ früh gekommen, merci, Kari. Um 10:30 Uhr, also um 10:30 Uhr, ist doch relativ früh, dass es dort schon gegangen ist. Dann, was war das Ziel? Flugrichtung Südwesten. Viel Theorie. Dann Okay. ist der Plan gewesen, Richtung Südwesten zu fliegen, an der Kreten entlang und weiter fliegen nachher einfach Richtung Oberland, Urner Oberland. Und dann kommt die grosse Frage, wenn ich auf dieser Querung bin, wo fliege ich hin? Und dann komme ich zurück auf den Armin, der hat uns ja das Sprüchli WLAN und wir kommen da so ein bisschen drauf zurück auf den Spruch, der Wind. Jetzt vom Wind her vielleicht der Matthias Giesler. Was würdest du da erwarten von der Windsituation? Glaube, Matthias ist da, Ja, oder? ich würde jetzt ja nicht einmal so viel Wind erwarten eigentlich. Und warum, denkst du? Ja, es ist doch noch, ich habe gesagt, es ist eher noch ein bisschen frei, also vielleicht so am späteren Nachmittag würde ich da schon ein bisschen mehr Wind erwarten dort. Ja, genau. Also tendenziell, eben nein, man ist früh. Darum habe ich dort jetzt auch nicht Angst gehabt, dass ich dort schon mit einem Wahnsinns-Talwind muss rechnen, oder? Aber es ist die Zeit, so 11, wo es langsam wieder anfängt. Ist gut, Matthias? Ja, wo? Okay. Danke. Das heisst, grundsätzlich setzt der Talwind langsam ein und auch das alpine Pumpen wird langsam in Gang kommen. Aber ich muss noch nicht Angst haben, dass ich da jetzt im Prinzip in diesen Rippen da, man sieht ja eigentlich, das wären jetzt eigentlich vom Talwind her die Ja. Lehrgebiete hinter diesen Rücken. Liegt doch. Und ich weiß nicht, jemand hat, glaube ich, noch das Mikrofon offen, dass er das noch zuschaltet. Das ist da noch nicht so das Problem um diese Tageszeit. Jetzt Plan A. Was habe ich mir dort überlegt? Eigentlich sieht man da so ein bisschen die nördliche Krete, die mittlere Krete und die linke Krete. Das ist dann eigentlich schon das Unigrätli. Und für mich ist das eigentlich die direkteste Linie gewesen, da die mittlere Krete zu fliegen. Ich hätte da ein bisschen weiter gehabt, bis dahin zu fliegen. Darum habe ich den kürzesten Weg eigentlich gewählt. Wäre zwar auch ein Südosthang da hier, eigentlich auch ideal, aber das habe ich für mich gestrichen. Und habe mich dann entschieden, das ist die erste Krete, wo ich da reinfliege. Wir werden nachher den Flug dann auch real sehen mit einer Animation. Und dann kann man das dann noch einmal, genauer anschauen. Dann der Plan B.
Das wäre dann gewesen, wenn es jetzt da nicht funktioniert, was mache ich nachher? Dann habe ich mir überlegt, dann fliege ich da einfach weiter dahinter in den weiteren Süd-Südost-Hang und probiere es dann da nochmal. Und ein Landeplatz ist jetzt da die Frage, wo würde ich da landen? Jetzt von der Tageszeit her muss man noch nicht so mit einem extremen Talwind rechnen. Und da wäre sicher eine Option, dass man da gehende landen, im Grund zum Beispiel, möglichst laufseitig, je nach Wind, damit ich mich zurücktreiben kann, wenn es mehr Wind hat als erwartet. Eine andere Option wäre auch, wenn man im Prinzip sieht, es hat doch mehr Wind als erwartet, wäre es jetzt, wie es auch erwähnt worden ist in dem letzten Kurs, auch eine Möglichkeit, auf dem Arni oben zu landen. Da hat man sicher weniger Wind als auf dem Talboden. Dann, wie gesagt, der Check, die Landeplatzmöglichkeit haben wir angeschaut. Und dann kommt eigentlich schon der nächste Punkt wieder, was wäre die nächste Option? Vielleicht hat man das hier schon im Kopf, wo man den Flug geplant hat, du, ich probiere mal da rüber und wenn es da nicht geht, dann probiere ich noch an der Ecke hinzugehen. Und ihr seht auch, der Ecke hier, der ist ein bisschen geschützter, generell vom Talwind. Und man sucht sich eigentlich eher die geschützten Ecken. Und die gehen auch besser von der Thermik als die Ecken, die voll im Talwind stehen. Hier, die sind meistens umblasen. Ja, das wäre so mal das Vorbereiten auf einen Flug, den wir nachher sehen. Gibt es dazu im Moment noch Fragen? Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter. Und ich stoppe einfach zwischendurch den Flug, stoppen, wenn es etwas dazu zu sagen gibt. Da ist übrigens an diesem Tag Thomas Christian ist auch dabei gewesen. Und ich habe bestätigt, die Thermik war eigentlich sehr gut gewesen. Wir am Anfang ein bisschen achtern, aber es ist eigentlich schon recht gut gegangen. Jetzt am Anfang habe ich einfach so ein bisschen abgetastet, wie es da so läuft. An dieser Krete, und habe dann eben auch noch gerade Kollegen gesehen auf dem Gipfel, bin dann schnell gehen, alle sagen und bin dann nachher wieder zurück. Und ja, dann hätte es dann losgehen können. Die Thermik hat nachher wirklich super durchgezogen, man hätte eigentlich gerade können noch bis auf über 3000 drehen. Und dann ist der erste Schritt gekommen, an den Kreten entlang zu fliegen. Und da ich das Gebiet noch nicht gekannt habe, das Fluggebiet in dem Sinn, habe ich einfach gesagt, möglichst hoch. Ich will einfach möglichst hoch abfliegen, damit ich nachher Richtung Arni möglichst hoch auch komme. Weil jetzt ist es einfacher, Höhe zu machen als am Arni. Jetzt sehen wir eigentlich die Traversierung. Da war nichts mehr. Und jetzt kommt die lange, lange, lange Querung. Ich habe zwar dort ein bisschen beschleunigt mit dem Film. Und ihr seht jetzt hier die drei Kreten. Das wäre die rechte Krete. Mit dem Südosthang, mit dem Kessel, wo so ein Sammler wäre für die Thermik, der hier abstreicht. Oder der Kessel hier, wo ich erwartet habe, dass da vielleicht etwas geht. Mit der Option B, dass ich nachher, wenn es da nicht funktioniert, Richtung Sonnigrätli weiterfliege. Wir schauen uns den nächsten Teil an. Also ihr seht, da habt ihr ja wirklich Zeit, um das Gebiet anzuschauen, auch den Landeplatz mal zu checken, wo ihr landen wollt, wenn es nicht funktioniert. Damit ihr wieder parat seid, wenn ihr in die Hangnähe kommt, wo ihr ja dann wieder konzentrierter sein müsst. Es war enttäuschend für mich an diesem Tag, weil an dieser Krete ist wirklich nicht viel gegangen. Und ihr seht auch, es hat mich eigentlich gar nicht gross versetzt. Also der Wind war noch nicht so verrückt stark drin gewesen. Und dann bin ich da drüber geflogen. Über Sonnigrätli. Also, wir sind ja da stehen geblieben. Und nicht gerade so toll von der Thermik her. Und da habe ich zuerst mal gemerkt, dass es mich doch ein bisschen geschoben hat von Norden. Die erste Thermikablösung probiert ich jetzt nehmen.
Und zu demselben Zeitpunkt habe ich da unten gesehen bei dieser Alp, dass der Fahne doch leicht Richtung Süden blasen tut, also zeigen tut. Aber der war so schwach gewesen, dass man durchaus hätte können, da ins Lee reinfliegen. Also das war nicht irgendein Risiko gewesen. Vielleicht zwischendurch einen 10er, 5er, 10er Rückenwind gehabt. Das ist also noch gegangen. Aber ich habe schon erwartet, dass es nicht so gut wird sein, weil der Talwind da gleich schon ein bisschen stört. Da hat der Christian auch ein bisschen probiert. Ich habe gesehen, dass er da auch nicht so verrückt viel hat. Man sieht es jetzt auch vom Winkel her, der Schluch ist ein bisschen raus versetzt, Richtung Süden. Also man hat halt den Wind gleich schon ein bisschen gemerkt. Dann, als ich da rumgeflogen bin, habe ich gleich auch schon gemerkt, das ist harzig und habe mal da durchgeschaut und gesehen, das müsste eigentlich geschützter sein, da hinten. Dass ich, wenn die Option jetzt da nicht funktioniert, Plan B, gehe ich da über. Ich habe dort nochmal abgesucht, habe das Gefühl, vielleicht kommt da etwas von hinten rauf, ist ein bisschen geschützter da hinter dieser Krete. Hat aber leider auch nicht funktioniert, wirklich. Und irgendwann gibt man es dann auf. Ich wollte noch ein bisschen Höhe machen. Das, was gegangen ist. Und dann... Entschuldigung. So. Dann war der nächste Punkt, Plan B, also da hier hinzugehen. Und dann habe ich wirklich in dem Moment habe ich keinen anderen Plan gehabt. Ich dachte, also wenn es da nicht geht, wenn ich da nicht raufkomme, dann muss ich weiter schauen. Ich hatte noch nicht gerade wirklich einen Plan B gehabt. Und dann habe ich gemerkt, mal, das sieht, glaube ich, nicht so schlecht aus. Und bin dann nachher zuerst mal ein bisschen höher gemacht und gesehen, dass da die Hänge, die müssen ja irgendwie irgendwo weggehen von der Thermik her. Und ihr seht, zuerst bin ich achter geflogen und dann habe ich den Einstieg verwünscht. Und nachher tue ich ein bisschen schneller vorwärts gehen. Der Flug ist dann weitergegangen, immer quasi die Süd-Südost-Hänge. Es hat leicht kumuliert und durch das ist es mir auch ein einfacher gegangen, wo ich dann muss anfliege, jeweils. Ich ziehe das ein bisschen, dass es ein bisschen schneller geht. Bin nachher dahinter geflogen, Richtung Sustenpass. Nachher am Tibis vorbei, die Kette. Und nachher ist für mich noch ein Punkt gewesen, wo wir anschauen können. Der Brünig ist immer so eine Schlüsselstelle. Der Brünig ist gegangen, ob man da quasi über, über den Pass hineinkommt. Es hat, glaube ich, jemand hat noch das Mikrofon angestellt. Ivan, es ist, glaube ich, auch noch jemand in der Warteschleife, der Kili Prost. Okay, ja, das ist gut. Merci. So, wir sind hier stehen geblieben. Dann sind wir schon im Bereich von Meiringen. Und da kommt nachher eigentlich der Entschluss, wie weit fliege ich jetzt noch weiter Richtung Westen. Ich wollte da einfach mal möglichst viel Höhe machen, möglichst weit rausfliegen, um das etwas genauer anzuschauen. Und es hat eigentlich sehr wenig Bewölkung gehabt, praktisch gar nichts mehr da hin. Und da bin ich eigentlich davon ausgegangen, das könnte schwierig sein. Also es ist immer weniger Bewölkung war, da hier jetzt eigentlich mehr Bewölkung gehabt. Und dann habe ich es probiert, einfach möglichst weit rauszuzögern, um das ein bisschen besser einschätzen können. Und dann habe ich mich entschieden, nein, das sieht nicht so gut aus. Und habe dementsprechend wieder gekehrt. Ich bin da über die Krete geflogen, wir sind weiterhin da eigentlich jetzt in den Süd-Südwest-Hängen. Es war schon ein bisschen später dran gewesen, am Tag.
nachher eigentlich zurückgeflogen, über die gleichen Kreten eigentlich vom Titlis zurück. Und dann gilt es hier auch wieder, Plan A, wo gehe ich hin? Plan A war mal, der sieht eigentlich nicht schlecht aus, der Weissberg ist das, bei der Feuernalb. Da gehe ich mal probieren. Wenn es da nicht klappen sollte, Plan B, dann gehe ich da auf die linke Seite, ein bisschen geschützten Bereich, dahin an die Kreta mal schauen. Und ihr seht, man geht halt mal schauen, wie es ist. Es war nicht viel los. Und dann bin ich sofort Plan B. Und dahin war es wirklich geschützter. Und irgendwie habe ich die Welle da über die Kreta rein. Wäre so das Ziel gewesen, dass ich nicht mal so aussen rumfliege, da über das Brunnen. Und da habe ich wirklich ein bisschen Zeit gebraucht, dahinter zu schauen. Ich dachte, das sollte irgendwie dahinter noch ein bisschen höher gehen. Habe dann aber da noch einmal zurück und richtig Höhe machen. Und da hat es mir doch eigentlich knapp gelangt. Da auch wieder, das wäre so ein bisschen der Plan A gewesen. Und wenn das nicht funktioniert hat, Plan B, probieren, sich da gerade drüber zu schießen, damit ich ins Eisental rüberkomme. Ihr seht, manchmal funktioniert es nicht so, ist gar nichts gegangen und dann Plan B weiter Richtung Eisental, Kaiserstuhl und dort hat es wieder eigentlich tiptop ausgesehen. Da hat es auch Wolken gehabt und konnte so können eigentlich weiterfliegen. Ich stoppe jetzt hier stoppen. Das wäre so das Wichtigste zu diesem Flug. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen zeigen, wie das Vorgehen ist mit Plan A und Plan B. Ich habe jetzt auf dem Flug nie gerade ans Landen denken müssen. Es hat jetzt nicht eine größere Baustelle gehabt. Darum habe ich am Anfang gesagt, also der Punkt Landeplatz, der kommt eigentlich nur zum Tragen, wenn man sieht, ob jetzt wird es aber langsam knapp. Gut, dann würden wir einen Schritt weitergehen. Ich muss schauen, wenn ich da bin, von der Präsentation her. Eigentlich in dem Flug, den wir jetzt angeschaut haben, ist es eigentlich immer optimal gelaufen. Und optimal sieht eigentlich so aus, wir können traversieren, queren, hatten einen Plan A gehabt, oder allenfalls einen Plan B noch. Aber man konnte immer in dem Innen bleiben. Man musste nie müssen irgendwie ans Landen denken. Und das ist eigentlich das Optimum. Wenn ihr da quasi Plan A geht auf, ihr könnt aufdrehen und könnt euch wieder Gedanken machen, wo fliege ich als nächsten Punkt hin. Und das ist an einem sehr guten Streckentag, fliegt ihr eigentlich sehr oft eigentlich auch in diesem Bereich. Immer Plan A läuft, weiter, nächster Punkt, weiter fliegen. Dann, was meine ich mit Plan A visuell auch? Ich habe euch ja gesagt, dass man während einer Querung oder zum Teil manchmal auch schon beim Drehen schaut, wie sieht die Bewölkung aus. Sieht man die Bewölkung vielleicht vom Wind, dass Windversatz drin ist? Sieht man andere Gleitschirme? Sieht man vielleicht auch Vögel? Jetzt, ich bin da davon ausgegangen, vom Streckentag mit markierter Thermik. Also es wäre ein Flugtag, wo wir kumuliert haben, wo wir kummelig sind, wo es sich also einfacher macht, die Thermik zu finden. Sobald das es natürlich Wolken hat, ist es sehr viel einfacher, die Thermik zu fliegen, als wenn ihr blaue Thermik habt. Dann, was ihr an solchen Tagen darauf schauen könnt, ist, dass, wenn sie ja schon kumuliert und überall Quellwolken hat von der Thermik, und es plötzlich Gebiete gibt, die ausgeputzt sind, keine Wolkenbildung mehr haben, dann müsst ihr kritisch werden. Weil warum setzt ihr ja plötzlich an einem guten Tag in einem gewissen Gebiet, dann plötzlich keine Wolken mehr haben, vorher hat es tiptop Wolken. Dann kann es sein, dass irgendwie ein regionaler Wind spielt, zum Beispiel über einen Pass, über eine Krete, und schlichtweg gar keine Thermik mehr geben in dieser Region. Und das sollte man eigentlich möglichst dann vermeiden, dass er dort durchfliegt. Dann müsst ihr vorher überlegen, kann ich auf dieser Strecke in die Richtung weiterfliegen oder nicht. Jetzt in dem Beispiel, das wir nachher werden sehen, ist es dann nicht wirklich der Wind, sondern
das war im Herbst, gewesen, sondern die zunehmende Schneedecke hat es dann eigentlich verunmöglicht, dass es dort noch Thermiken können geben. Aber wie gesagt, so Zonen würden wir umfliegen. Das wäre, ihr habt es vielleicht in der letzten Zeit auch mitbekommen, dass Sebastian Benz hat so ein Video reingetan von seinen Streckenflügen und die auch kommentiert. Und das ist wirklich noch interessant, was er da zeigt. Das ist sein Flug. Die Leventina darauf bedreht total. Und das ist der Blick zurück, wo er hergekommen ist. Also wunderbare Quellwolken. Und er hat eigentlich weiter fliegen Richtung Westen über einen offenen Pass. Und auf dieser Seite hat es dann leicht anders ausgesehen. Wir sehen zwar hier im Oberwallis, hier hinten, da wäre die Quellbewölkung rum, aber da ist eine ellenlange Strecke, die einfach weggeputzt ist. Und der Grund, seht ihr hier, da liegt einfach zu viel Schnee, dass es überhaupt Thermik geben kann. Und eine solche Situation könnt ihr aber auch antreffen, wenn es im Sommer ist, also kein Schnee mehr hat, und ihr in eine Richtung fliegt, wo es überhaupt keine Wolken mehr hat, dann müsst ihr wirklich dann müsst ihr überlegen, dann lohnt es sich dort wahrscheinlich, dann müsst ihr es irgendwie umfliegen, weil dann spielt es wahrscheinlich dort. Dann, was meine ich auch noch mit visuell? Also so Sachen beobachten. Dann Piloten sind immer gut, wenn es ein paar hat und man kann nachschauen. Dann, wenn wir beim Armin mitbekommen haben, Hangexposition, wo ist der beste Hang in der Sonne? Abrisskanten, windgeschützte Mulden oder Rinnen, auf die achten, dass ihr raufkommt. Und Vögel. Also ich weiss nicht, wie viel Mal ich schon quasi wieder raufgekommen bin, weil ich irgendgerade einen Vogel gesehen habe, der etwas verwünscht hat. Und dem können nachfliegen können. Also das sind so ein bisschen die Sachen, die ihr beim Plan A als ersten Punkt könnt ein bisschen beobachten und dementsprechend euren ersten Anflugpunkt wählen. Jetzt schauen wir uns hier einen Beitrag an von Sebastian Benz. Wir haben eigentlich vorher in den Fotos hier zurückgeschaut. Und was visuell jetzt vor allem im Frühling für euch eine Hilfe sein könnte, ist die Schneegrenze. Wir haben die Schneegrenze auch im Herbst gehabt, sehr markant. Und die gibt es auch wieder jetzt im Frühling. Und ich möchte euch das einfach mal zeigen, wie konsequent er da eigentlich an dieser Schneegrenze fliegt, weil es dort eigentlich Thermik ablöst. Er kommt jetzt hier rechts am Gotthard vorbei. Der ist normalerweise ein bisschen windüberströmt, aber an diesem Tag eigentlich ruhig gewesen. Und ihr seht jetzt eigentlich wunderbar, wenn er eigentlich immer an der Schneegrenze entlang fliegt. Und auch die Bewölkung steht eigentlich da immer über dieser Grenze. Voilà, das ist schon mal der erste Eindruck. Und ich gehe da mal ein bisschen weiter hinter. Er ist weiter geflogen, hat noch ein bisschen aufgetragen. Und wir kommen jetzt genau in diesen Bereich, wo ihr seht, dass die Bewölkung plötzlich abnimmt. Jetzt, ja. Also er hat da wieder gekehrt. Weiter wäre es nicht gegangen. Voilà. Das ist das Wichtigste, was ich euch zeigen wollte. Er ist dann da weiter geflogen, hat praktisch nur geradeaus fliegen und ist eigentlich noch bis runtergeflogen, Bellinzona. Also hat die ganze Strecke noch fliegen an diesem Tag. Dann gehen wir zum Plan A visuell noch einmal zurück. Und zwar
so verteilt über den Tag. Ihr startet am Anfang, am Flugtag, es ist Thermikbeginn. Und ich glaube, am Anfang bleibt jeder eher ein bisschen defensiv. Das heisst, man bleibt eher hoch am Morgen. Und viele kommen ein bisschen morgen eigentlich ins Juffeln. Sehen sie jemanden steigen und sagen, wow, ich muss sofort gehen. Obwohl man eigentlich eine halbe Stunde können sie sich Zeit lassen, weil die gute Zeit kommt erst. Und vor allem kann man den Flug dann vor allem am Abend noch ausfliegen. Also da muss man sich eigentlich am Morgen gar nicht so wirklich stressen lassen. Man hat natürlich eine wirklich grosse Strecke vor sich als Plan, wo man früher weggehen will. Dann nach 11 muss man langsam mit dem Talwind rechnen. Dann haben wir gesehen, dass es sich lohnt, strategisch auf einem Streckenflug auch ein bisschen die Seitentäler zu suchen und die Haupttäler eher zu meiden um die Mittagszeit. Dass man das ein bisschen umgehen kann und auch weniger Gefahr läuft, irgendwelche Lehseiten reinzufliegen. Dann gegen späteren Nachmittag ist ja normalerweise, wenn man es beobachtet, so gegen die 3 ist der Höhepunkt von der Thermik, vor allem auch, wenn es Richtung Hochsommer geht. Und da ist man ja von Südwest bis Westhang unterwegs. Und meistens ist es so, also das könnt mir vielleicht die anderen bestätigen, gegen Abend beruhigt sich die ganze Thermik und dann wird es wirklich angenehm zum Fliegen und man kann es wirklich extrem geniessen. Und man muss halt wirklich die Zeit, wo es ein bisschen rumpelt, überstehen, über den Mittag, frühen Nachmittag, bis man dann wirklich in die Zeit hineinfliegt am Abend, wo es dann wieder ruhiger wird und auch angenehmer. Und das ist wirklich so ein bisschen, die Zeit muss man überbrücken, auch mental, dass man es durchzieht bis nach dem mittleren Nachmittag und dann wirklich von dem Abendflügen noch profitieren. Ja, es gehört aber eben nicht nur das Gelingen dazu, sondern auch das Scheitern. Und man sollte aber eigentlich scheitern, wenn etwas nicht klappt, da eine Chance gesehen. Wenn jetzt der Plan A nicht funktioniert hat, man ist zum Plan B und der Plan B leider auch nicht funktioniert hat, ja, dann steht man am Boden, ist allenfalls klar, vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber der Christoph hat gesagt, eben, Ziel setzen, das man kann erreichen kann. Und dann ist man dann auch nicht so deprimiert. Auf jeden Fall, was könnte die Spielverderber sein? Dass man vielleicht, und das liegt ja nicht immer an einem selber, vielleicht den Zyklus wirklich von der Thermik verpasst hat, vielleicht ein bisschen zu früh gestartet ist. Da gibt es auch an Tagen, wo es stabiler wird, dass schlichtweg einfach die Thermik schlechter wird und man irgendwann nicht weiterkommt. Oder der Talwind, wenn man Talwind stehen kommt, Abschattungen hat im dümmsten Moment und der halt sofort am Boden steht, der andere hat noch das Loch verwischt. Oder irgendeine Spülung. Wenn man in solchen Problemen innen ist, egal jetzt eigentlich was für ein Problem, das ich da gezeigt habe, dann ist man im Modus Überleben. Also ich muss irgendwie da oben bleiben. Und da ist wichtig, dass ihr euch auf euch selber konzentriert und ja nicht auf Piloten schaut, die 200-300 Meter weiter oben wegsteigen. Weil dann steht ihr am Boden, wenn ihr zu denen raufschaut. Ihr müsst euch wirklich auf euch quasi konzentrieren. Nach dem Flug zurückschauen. Eigentlich während dem Flug, wenn ihr einen Streckenflug macht oder einen Thermikflug, dann kommt eigentlich die Wahrheit ans Licht. Dann, wo ist die Vorbereitung, meine Vorbereitung, gut gewesen? Wo hat die Vorbereitung aber eben nicht so gut funktioniert? Und wenn ihr euch nach dem Flug, an einem Flugtag, noch einmal Gedanken macht darüber, dann könnt ihr euch auch verbessern. Zum Beispiel, ich habe den Flug da ein Beispiel genommen, wo wir angeschaut haben von der Sitlis Alp. Meteostreckenplanung. Ich habe grün gemacht, das, was eigentlich gut gelaufen ist. Wind, Thermikprognosen sind eigentlich gut vorbereitet. Ich habe gewusst, der Tag war etwa so, wenn ich es mir vorgestellt habe, wenn ich das angeschaut habe. Die Strecke hat auch zum Meteor gepasst. Beim Brünig habe ich dem Abend geschaut. Und da hat es doch tatsächlich Piloten gehabt, die ganze Kette vorgeflogen sind bis auf Interlaken und wieder zurück. Und es war zwar schon ein bisschen harzig, aber sie haben es geschafft. Und dort hätte ich vielleicht ein bisschen offensiver gehen können
und probieren noch die Kreten abzufliegen. Aber wie gesagt, nachher ist man immer gescheiter. Dann von der Flugpraxis her könnte es sein, das heißt nicht auf mich bezogen, aber nehmen wir an, ich hätte einmal Toren anlegen und ich habe mich nicht so sicher gefühlt, weil vielleicht der Schirm hat aufschaukeln. Dann müsste ich mir jetzt zum Beispiel vorne, ich tue das einmal im Ruhigen üben oder übe das auf einem Trainingsflug, und damit ich dort eine gewisse Sicherheit bekomme. Dann im mentalen Bereich, sich auf Grosswetterlage fokussieren, wenn es auch mal eine Ecke gibt, die ein bisschen turbulenter ist, dass man gleich noch eine gewisse Selbstsicherheit hat und sagt, hey, Grosswetterlage ist optimal, jetzt kann es mal eine windigere Ecke geben, das ist kein Problem. Ich muss also nicht gerade da Angst haben. Und es hat Spass gemacht. Also der Flug, den habe ich wirklich genossen. Ich wollte dort auch ein bisschen einfach Sightseeing machen und eine neue Strecke mal abfliegen. Vom Material her, das muss ich auch vom Sitz her, vom Vario, den ich dabei habe, muss es irgendwie passen. Und wenn man zum Beispiel merkt, das Vario ist zu flach montiert, das spiegelt mir zu fest, dass ich dort irgendeine Lösung finde. Oder der Bedienstift hat bei mir zum Beispiel nicht reagiert auf ein Display, dass ich dort einen anderen Bedienstift nachher bin, posten. Ja, das ist so, wenn ihr könnt reflektieren bei einem Flug, den ihr gemacht habt. Und die Reflexion nachher, das ist natürlich immer Arbeit. Und da möchte ich einfach mit Kriegel Maurer so ein bisschen abschliessen, weil er sagt immer, Vorbereitungstraining, das ist der Eisberg unter dem Wasser. Das ist das, was man eigentlich nicht sieht. Und die sichtbare Leistung ist ja da oben. Und dazu gehört halt, wenn man da die sichtbare Leistung verbessern will, muss man halt auch reflektieren am Abend und die Punkte herauskristallisieren, wo man sich wirklich verbessern kann und dort auch Verbesserungen vornimmt, damit man nachher einen Schritt weiterkommt. Ja, das wäre so ein bisschen der Teil zur Strategie während dem Flug. Jetzt schaue ich gerade, dass ich euch da irgendwie wieder